der versammelten Lehnsherrschaften, Ritter gemeiner Spielleute und ähnliche, begrüßen euch mit einem herzerfrischenden guten Morgen! Guten Morgen! Ich übergebe jetzt das Wort an den Marktvogt. Danke. Werte Gäste, Bürger von Appenburg, von nah und fern, Recken aus allen Teilen der Republik, seid herzlich willkommen zum 18. Burgfest hier in Appenburg. Zur Erinnerung, wir haben zwei Parteien. Das hier sind die Guten und das hier sind die Bösen. Wir werden jede Menge Spaß haben, nicht nur mit der Schlacht, sondern wir haben auch wieder herrliche Künstler um uns herum. In diesem Sinne mache ich kurz. Ich eröffne diesmal das 18. Burgfest und wünsche viel, viel Spaß diese beiden Tage. Tschüss. Wir haben hier einen Wittelsbacher Spion gefangen. Ah, Hilfe! Ihr Schmeißer! Um hier den Markt zu öffnen, doch ach, müssen wir vorher kontrollieren, ob die Schankwirte und die Garbrätereien Gutes gemacht haben oder ob sie schändlich ins Bier gepinkelt oder ähnliches. Dafür haben wir, weil die Ritter trinken nicht, weil eine Schlacht ansteht, haben wir den Wittelsbacher Verkostungssklaven. Oh Gott, ich muss essen. Der muss alles hier verkosten. Und wer dann noch lebt, wird er auch überleben. Wir werden das jetzt versuchen. Wir beginnen dort drüben. Bitte folgt. Ihr hilft euch, Verkoster. Reißt ihm das Maul auf. In einem Hieb. Was ist das? Schwarze Füße! Was gibt es bei euch? Branntwein vom Besten? Das halt. Ich schlag mich schon kippen! Nein! Branntwein von diesem Stand! Oh Gott! Wenn es der Sklave überlebt, könnt auch ihr Appenbürger davon trinken! Oh, da bin ich aber ganz da! Reißt ihm das Maul auf! Boah, jetzt geht aber. Olivenöl! Falsches Olivenöl! Mann, Becher Wasser bitte! Also Leitungswasser! Das ist keine Hand! Hilfe! Alles in Ordnung! Er sieht doch! Mein Freund, wir sind nicht unmenschlich! Wunderbar! Da sind wir nicht. Der muss alles probieren und alles schmecken. Das ist auf jeden Fall schön. Ich konnte sich schon in der Kette verspannen. Geht das jetzt über den ganzen Markt so? Ja. Oh Gott, das sieht gefährlich aus. Ach, keine Gnade. Drachenblut! Drache, was Drache? Ich bin doch nicht. Reiß ihm das Maul auf! Ja, das erinnert mich an Hustensaft. Keiner noch! Ich glaube ja, das war nicht eindeutig. Darüber mit ihm! Zu den. Von mir kriegt er einen Dinkelfladen. Oh, ein Dinkelfladen! Ich habe 3 Jahre Öko-Zwangsernährung hinter mir. Oh, Dinkelfladen! Mund auf! Das ist gnadenlos. Aber sollte er nicht lieber den Fisch probieren, ob der frisch ist? Reißt ihm aus dem Maul! Hilfe!
Es hat ihn umgehauen. Zurück zur Bühne! Ja, das war's. Also hier. Ihn lassen wir liegen! Damit ihr wisst, wo ihr hin müsst!